Mr. Mike. Yo, es ist der Mike. Heute Körbenwurf mit Mr. Mike. Und wie der Titel schon sagt, ich habe zurzeit keinen guten Wurf. Dafür habe ich jede Menge Wespen an meinem Basketballring hängen. Obwohl, so viele sind es jetzt eigentlich gar nicht und so aggressiv sind sie auch nicht. Aber sie haben sich unten drunter eingenistet, was natürlich nervt. Was dann noch nervt, ist der schlechte Wurf. Aber vielleicht ist er heute gar nicht so schlecht. Der passt, ja. Wespen gerade auch. Ja, es kann nur noch besser werden. Mal schauen, wie die Lage ist. Aber einfach mal ein bisschen. Wow, also wow. Was ist jetzt los? Das wird dem Titel nicht gerecht. Ich glaube, ich muss den Titel doch noch ändern. Aber auch schon oft erwähnt, wahrscheinlich liegt es einfach am Ball. Weil auch viele fragen, wann kommt endlich der Ball? Anfang August hätte er kommen müssen. Er ist immer noch nicht da. Er ist halt auf dem Schiff. Er ist unterwegs in einen Hafen. Wir hoffen, nach Hamburg kommt er. Wir sind uns nicht sicher. Genaue Informationen möchte ich auch gar nicht geben. Nicht, dass der abgefangen wird und irgendwie geklaut wird. 800 neue Bälle kommen. Größe 7 wieder und Größe 6 für Jungs und Mädels unter 12 Jahre oder für die Damen. Ne? Also es geht was. Es geht was. Ich freue mich drauf. Bin gehypt. Das Logo wurde etwas verändert. Das hier ist anders, neu. Ne? Also es ist das gleiche Logo, nur eingebrandt. Habe ich schon mal ein Video darüber gemacht, oder? Trotzdem immer noch ein geiler Ball, wie ich finde. Kennst du das? Das kann halt wirklich auch frustrierend sein, wenn du tagelang, wochenlang so schlecht wirfst und triffst. Die Westen ein bisschen gefährlich. Wow! Okay. Okay, da kommt der Wespe, okay. Siehste, und wieder weg. Krass. Alter. Also nicht schlecht. Alter, das ist so gut. Habe ich echt schon lange nicht mehr getroffen. Vor allem, das ist schon, ich würde sagen, dreier Linie drauf. Hat zu viel gearbeitet. So ein schöner Wurf heute, ja. Ah. Trotzdem, auch wenn die jetzt nicht rein sind, die letzten zwei, fühlt sich trotzdem gut aus, siehst du? Das ist echt. Alter, das ist. Siehst du? Wow! Alter! Ich weiß, es flasht mich jetzt mehr als euch, weil ihr es mir nicht glaubt. Ja, der Wind hat auch gedreht. Was soll ich machen? Kann ich jeden treffen, vor allem nicht mehr. Trotzdem. Schönes Wetter. Sommer ist eh schon wieder halb rum, oder? Herbst steht vor der Tür. Kannst dich nicht beschweren. Ich fahre wahrscheinlich nochmal eine Woche nach Kroatien. Die erste, zweite Septemberwoche mit meiner Kleinen. Vielleicht den Carlo nochmal besuchen. Vergesst auch nicht, am 23. August kommt die End-One-Doku, bin ich sehr gehypt drauf, auch schon wieder drüber gemacht. Ja, das sind so die Infos von meiner Seite aus. Ansonsten habe ich noch irgendwas zu sagen. Die Mr. Mike Short ist jetzt im Store. Auschecken, ist schon sehr nice, ich finde. Geiles Design, danke an Peak, die haben das auch möglich gemacht. Die ganzen coolen neuen Sachen, die ich am Start habe. Der Tony Parker Schuh, immer wieder mal, ihr seht ihn auch öfter in meinen Videos, das ist so ein gechillter, das ist so ein chilliger Schuh, Alter. Der ist einfach so zum Reinschlüpfen. Ne? Ich würde mit dem jetzt nicht krass zocken, so
eins gegen eins oder sonst was, aber so einfach jetzt hier, gemütlich, ne? Ey, der ist so chillig und so bequem. Also die Tony Parker Schuhe, ne? Die hat mit Sicherheit kein Mensch auf dem Radar. 90 Euro mit dem Rabattcode Mr. Mike, 10% abgezogen. Also den lege ich euch echt ans Herz. Ich finde den auch eigentlich so ziemlich stylisch. Der hat schon was. Er ist natürlich dreckig, weil ich mit dem oft unterwegs bin. Mega geiler, chilliger Schuh, ne? Schlüpfen den einfach rein. Easy, Mann. So, genug mit der Schleichwerbung. Ansonsten, ja, Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Mr. Mike is the king, I'm Keenze. Lay up between the legs, yeah, that's his easy. Behind the back, so we A-I-N-E-A. Slow mo, check the replay. Mr. Mike is the king, I'm Keenze. Lay up between the legs, yeah, that's his easy. Behind the back, so we A-I-N-E-A. Slow mo, check the replay. Mr. Mike is the king, I'm Keenze. Lay up between the legs, yeah, that's his easy. Behind the back, so we A-I-N-E-A. Slow mo, check the replay. Mr. Mike is the king, I'm Keenze. Lay up between the legs, yeah, that's his easy. Behind the back, so we A-I-N-E-A.